Auto und Regeln für 2026 offiziell vorgestellt. Der Bolide wird 30 Kilogramm leichter, was die Effizienz und das Handling verbessert. Außerdem schrumpft das Auto beim Radstand von 3,60 Meter auf 3,40 Meter und in der Breite von 2 Meter auf 1,90 Meter. Die Reifenbreite wird an der Vorderachse von 30,5 auf 28 cm und an der Hinterachse von 40,5 auf 37,5 cm verkleinert. Die maximale Bodenbreite wird um 15 cm verkürzt. Der Luftwiderstand wird um 55% reduziert und der Abtrieb sinkt um 30%. Der Frontflügel wird 10 cm schmaler und verfügt über eine aktive Klappe mit 2 Elementen. Es wird ein aktiver Heckflügel mit 3 Elementen übernommen, während der Beamwing entfernt und die Endplatten vereinfacht wurden. Der teilweise flache Unterboden und der Diffusor haben eine geringere Leistung, um den Ground-Effekt zu verringern. An der Vorderseite der Seitenkästen befinden sich Platten zur Steuerung des hinteren Radnachlaufs. Die MGOH fällt raus, die elektrische Leistung wird auf 350 kW angehoben und die Motorleistung wird auf 400 kW reduziert. Der Override-Modus und die aktive Aerodynamik kommen hinzu, dafür fliegen das ERS und die Tire-Winglets raus. Ab 290 km/h wird die Leistung der MGOK schrittweise reduziert und der Hintermann darf bis 337 km/h die vollen 350 kW nutzen. Darüber hinaus wird die beim Bremsen zurückgewonnene Energiemenge verdoppelt, sodass insgesamt 8,5 MJ pro Runde zurückgewonnen werden können. Die Fahrer können während der Fahrt ihre Front- und Heckflügel verändern. Des Weiteren wurden die Autos sicherer, da es stärkere Strukturen und noch strengere Tests geben wird, sowie einheitliche Heckleuchten im Regen. Alle Autos werden mit komplett nachhaltigem Kraftstoff fahren. Das Reglement wird nun am 28. Juni vom Motorsport-Weltrat offiziell bestätigt. Was haltet ihr eigentlich vom Auto und vom Reglement für 2026? Schreibt es in die Kommentare.